Herzlich willkommen zu unserem neuen Elektrofahrrad 24 Tutorial. Dieses Mal zeigen wir euch, wie man ein Kettenblatt wechselt. In diesem Fall mit Patronenlager und Spider. Als erstes muss die Kette entspannt werden. Dafür schaltet ihr vorne und hinten einfach auf das kleinste Ritzel. Das macht es einfacher, die Kette später herunterzunehmen. Falls vorhanden, müsst ihr die Kettenführung locker schrauben und nach oben drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel löst ihr nun die Kurbelschraube und dreht sie komplett heraus. Nun kommt der Kurbelabzieher zum Einsatz. Diesen schraubt ihr in die Kurbel, gegebenenfalls zieht ihr ihn mit einem Mausschlüssel fest. Passt aber auf, dass ihr nicht schräg ins Gewinde eindreht. Nun drückt ihr die Kurbel langsam von der Tretlagerachse. Merkt euch, wo und in welcher Reihenfolge Dichtungen und Unterlegscheiben verbaut sind, um sie bei der Montage des neuen Kettenblatts wieder an die richtige Stelle bringen zu können. Um den Verschlussring einfacher lösen zu können, stellen wir die Hinterradbremse fest. Das geht ganz einfach mit einem Kabelbinder. Den Innenlagerabzieher auf einen Drehmomentschlüssel stecken und den Verschlussring abschrauben. Nun drücken wir den Käfig des Schaltwerks nach vorne und legen so die Kette herunter. Kettenblatt abziehen und die Dichtung beiseite legen. Da sich die Kettenblattschrauben beim Abmontieren mitdrehen könnten, benötigt ihr einen Gegenhalter. Bitte achtet auch hier darauf, wie rum euer Kettenblatt montiert ist, da dies auch von Marke zu Marke unterschiedlich sein kann. Jetzt einfach das neue Kettenblatt drauflegen, die Kettenblattschrauben wieder reindrehen und fertig. Nun das Kettenblatt wieder auf die Achse schieben, dabei den Dichtring nicht vergessen und den Verschlussring wieder befestigen. Wie viele Newtonmeter benötigt werden und in welche Richtung gedreht werden muss, steht zumeist drauf. Haltet beim Festdrehen einfach die andere Seite der Kurbel fest. Nun könnt ihr die Kurbel wieder ansetzen und festschrauben. Achtet dabei darauf, dass die beiden Kurbeln auch in einer Linie sind und in entgegengesetzte Richtung zeigen. Zum Schluss die Kette wieder aufsetzen, den Kettenspanner an die richtige Position drehen und festschrauben. Und die Bremse wieder lösen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Euer Team von Elektrofahrrad24.